Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part von One Piece Pirate Warriors 1. Ja, im letzten Part haben wir Buggy der Clown gemacht. Jetzt geht's Piratenflottenadmiral Don Creek. Auch der Pate genannt. Don Creek der Pate. Und ja, ich habe eben noch ein paar Folgen von Tekken aufgenommen und habe da eben halt auch so einige Informationen gegeben, weil der erste Part von Pirate Warriors halt nur 480p ist. Was mich sehr gewundert hat, da ich damals von der 360 aus waren die, oder vielleicht ist das auch generell so, dass die Spiele von der 360 halt schon auf 700, also in HD schon sind und aufgenommen werden können, aber PS3 Spiele leider nicht. Deswegen muss ich mich ans Rendern machen und ja, denke. Ich habe ja ein Infovideo hochgeladen, da könnt ihr es ja mal anschauen und ja. Ja, wir machen weiter mit Don Creek. In dem Baratie, wo auch Sanji arbeitet. ルフィ、ゾロ、ナミの3人は航海の準備を整えるため、とある村に上陸する。その村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るため欠かせない海賊船ゴーイングメリー号を仲間に加え、一行は 麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航した。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに雑用を命じられてしまう。ゼフはかつて国区にして海賊船の船長を務めたという男で、凄まじい蹴り技から赤足のゼフとして恐れられていた。 そこで副料理長を務めるサンジもまた、ゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが、空腹の者には海賊であっても食事を与えるという男だった。そんなサンジを気に入ったルフィは、雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否する。子供の頃、ゼフに命を救われたことのあるサンジは、 その代恩に報いるため、生涯レストランを守り抜くことを密かに誓っていたのだった。そんな折、レストランに一人の海賊が現れた。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いるドン・クリークである。 ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ。この船をもらう。 Ja, somit sind wir wieder mal im Spiel. Und nun ja. Don Creek kam, wie gesagt, ich glaube, da wurde von einem anderen Charakter, der glaube auch noch kommen wird, verletzt und seine Flotte, glaube auch vernichtet. Kam ins Baratie. Und ja, brauchte Wasser, Essen. Sanji, wie gutmütig er auch ist, weil er sich geschworen hat, jedem was zu essen gegeben, egal wie kriminell er sein mag. Beziehungsweise er verachtet ja Leute, die sein Essen nicht wertschätzen oder allgemein Nahrungsmittel nicht wertschätzen. Verachtet er ja irgendwie, was auch ungefähr, sag ich jetzt mal, die richtige Einstellung ist. Jedenfalls, ja, gab es dann sehr viel Trubel hier im Baratie.
Don Krieg hat keine Teufelsfrucht gegessen, sondern der ist normal Mensch, sag ich jetzt mal. So, und wir gehen mal weiter hier. Wo muss ich überhaupt hin hier? Oder muss ich besiege die Gruppen Piraten, die das Parati angreifen? Okay, habe ich das schon mal richtig gemacht. Ah, ich glaube, dieses Ding hier. Na, kann ich hier irgendwas machen? Wird von diesen zwei Hilfsköchen, glaube ich, gefahren, die sich da immer irgendwie in der Küche ein bisschen prügeln. Und so, ne? Ah, hier haben wir Sanji, unseren Koch. Ja, der, wo er jung war, wurde von seinem jetzigen Chef, Rotfuß Jeff, überfallen. Ich glaube, er hat auf so einer Art Kreuzfahrtschiff, würde ich mal sagen, gearbeitet, als junger Spund. Also ganz jung, schätze mal vielleicht zu jung in unserer realen Welt zu arbeiten. Jedenfalls, Glocke? Ah, was kann ich hier machen? Oh, ich kann schwimmen, okay. Na, so. Jedenfalls, wurde das dann angegriffen, das Schiff, und, er ist dann irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie gestrandet auf so einer ganz, ganz leeren, kargen Fels, würde ich mal sagen. Es war zwar eine Insel, aber da hat nichts, ist nichts gewachsen oder so, was essbar wäre. Und ja, der Chef hat ihm halt die gesamten, hat ihn halt gerettet, indem er nämlich Lebensmittel gegeben hat. Und er hat sich da, also jeder von, also alle beide hatten irgendwie so einen Sack. Jeff hat natürlich mehr gehabt. Und Jeff hat natürlich gesagt, hier, nimm die Lebensmittel noch. So, nachdem er sie gegessen hatte, hatte er immer noch Hunger gehabt, der Sanji. Hat sich dann angeschlichen und hat dann halt in seinen, in den Sack von Jeff geguckt. Und hat dann gemerkt, dass da nur Steine drin waren. Also hat Jeff praktisch ihn gerettet. Weil er, ich glaube, es liegt daran, dass, dass Sanji nämlich so eine Art, ja, das Essen eben halt sehr wertschätzt, und Jeff wollte, ich glaube, sich zur Ruhe setzen und sein eigenes, ja, wie soll ich sagen, Restaurant aufmachen. Und ja, ich kann euch nur immer wieder so ein paar kleine Details geben, aber nicht alle, weil ich habe auch nicht jede Folge gesehen, daher ist das sehr bröckend bei mir. その件でこの船を割ったのかい。直にも。なるほど。最強だ。俺はお前に会うために海へ出た。何を目指す。最強。暇なんだろう。勝負しようぜ。哀れなり。 弱き者よ。 この俺に歯を突き立てる勇気は己の心力か。 はたまた無知なるゆえか。
Ja, da haben wir einen neuen Charakter, und zwar der stärkste Schwertkämpfer der Welt. Mihawk Falkenauge, der einfach mal alles zerschneiden kann mit seinem besonderen Schwert. Das ist, glaube ich, so eine Art Drachenschwert oder so, wie ich das noch in Erinnerung habe. Es zerschneidet, glaube ich, alles. Aber ich bin da auch nicht so krass drinne. Oh, jetzt habe ich beide verwendet. Musu-Leisten. Ja, schnell drehen.傷は剣士の恥だ。見事。若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ。あの男はまだ生かしてある。 我がな、ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ロロノア。俺は先、幾年月でも、この最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さして、この剣を越えてみよ。この俺を越えてみよ、ロロノア。 聞こえるか。不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえと、お前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。 文句あるか。海賊王。ない。いいチームだ。また会いたいものだ、お前たちとは。 Ja, an der Stelle hat nämlich Zorro praktisch. Ja, er hat zwar verloren, aber. Aber jetzt noch nicht, dass er. Er hat halt Mihawks. Ich sag mal. Wie soll ich sagen? Interesse geweckt. Dass jetzt mal wieder so ein ehrgeiziger Typ da ist, irgendwie, der ihn besiegen könnte mit sehr viel Ehrgeiz. Dafür schätzt er irgendwie Zorro. Ah, die haben hier Schilde. Das sind die Schilde von Don Krieg. Der hat ein Crewmitglied, Pearl heißt der, glaube ich. Und der hat eine unüberwindbare Verteidigung. Und ja, wie gesagt, guckt euch die Serie an. Ich kann es immer nur wieder empfehlen. Manchmal, weil mein Wissen einfach nur aus Halbwissen besteht. Noch mehr. Und ja, ja. Weg hier. Gruppe, wir haben Kampfeswillen verloren. Okay, die wollen nicht mehr. Weiter geht's. Hä? Hier oder da lang? Ich denke mal hier. Na, jetzt.
Oh, fast nicht geschafft. Bin ich jetzt hier richtig? Ah, ich muss es also wegschaffen. Wo muss ich denn da hin? Ich glaube, hier bin ich schon wieder falsch. Beweg dich, um Sanji zu Paratie zu beschützen. Ich glaube, ich bin hier wieder falsch. Ich muss wieder dagegen krachen. Nein! Oh, wir haben 15 Minuten. Das ist schon ordentlich. Ich muss hier woanders hin. Ah ja. So. Damit ist der Weg frei. Was ist denn hier hinten? Oh, eine Truhe. Was haben wir hier drin? Eine Münze. Ja, wie gesagt, mit den Münzen kenne ich mich einfach nicht aus. Wenn ihr irgendwie Tipps habt, was wohl die beste Kombi ist oder so, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Weil, keine Ahnung, ich das System ist da irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Damit muss man sich einfach viel mehr beschäftigen. Nein, nein, nein. Das war gerade in allerletzter Sekunde. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach Mann. Das war zu früh. Aber selbst Ruffy muss ich irgendwann mal baden. Aber dass er nicht schwimmen kann, das liegt glaube ich nur am Meerwasser. Ich glaube in Süßwasser sollte es relativ... Könnte er schwimmen. Glaube ich jedenfalls. Also ich bin jetzt auch, wie gesagt, auch nicht auf den neuesten Stand oder so. Wie das da in Wirklichkeit ist. Weil wenn ihr da besser informiert seid, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und so, ne? Bin ich nicht abgeneigt davor. Bazooka. Ja, nee, das war nicht Bazooka, das war glaube ich irgendwas anderes. Ich kenne die ganzen Angriffe nicht wirklich, weil ich das nicht so krass verfolge wie Naruto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich finde One Piece dennoch richtig geil, aber es hat schon so viele Folgen, dass ich mir sage, hier, ich habe keinen Bock auf TV, ich möchte es lieber auf DVD haben und ja, dann halt in Ruhe von Anfang an zu schauen, ne, weil ich habe nur zwei Staffeln, also beziehungsweise zwei Boxen und zwar einmal, wo sie in Alabasta sind und dann danach, wo sie, bevor sie zu den Himmelsinseln kommen, sag ich jetzt mal, ja, und das war's auch schon. Mehr Boxen habe ich leider nicht. Ich muss hier glaube ich irgendwas machen. So, bin ich hier? Muss ich richtig sein, ne? Hier kann ich nichts machen. Ja, wie schon mal gesagt, der erste Teil hier ist noch sehr gescriptet. Und der nächste Teil ist dann eher ein Dynasty Warrior Niveau, muss ich sagen. Ja. Bin ich jetzt wieder am Anfang oder was? Ich muss doch glaube ich jetzt hier den richtigen Weg finden, ne? Ich bin hier schon richtig. Scheiße. Nein. Ich bin hier falsch. Ich muss das Ding, wieder zur Seite schieben. Das hätte ich mir aber auch denken können. Ich werde natürlich, wie schon gesagt, so viele Parts wie möglich aufnehmen, um ganz einfach dann beim Rendern
was ich demnächst tun werde, genug auf Lager zu haben, um euch dann auch dementsprechend zu versorgen, damit vielleicht auch nicht einmal ins Stocken komme, wegen Aufnehmen und so. Aber naja. Im Endeffekt sagt man vieles, aber hält es dann doch nicht ein, aus privaten Gründen meistens. Oder Lust und Laune und so, ne? Also es ist ja auch ein entscheidender Faktor, meiner Meinung nach. Weil wenn man keine Lust hat, sollte man auch sich nicht zwingen. Weil es ist für euch dann langweilig. Und auch für mich. Aber mich würde ja mal interessieren, was mit Don Creek eigentlich passiert ist. Nach diesem Arc hier. Ob der nach Impel Down gekommen ist oder so. Aber da kommen wir ja auch noch hin. Na, jetzt fall ich wieder ins Wasser. Das war wieder zu früh. Na, ey, willst du mich verarschen? Ich hab doch rechtzeitig gedrückt. Niemals irgendwelche Spiele kreuzen mit Jump-and-Run-Einlagen, also wenn die nicht ordentlich funktionieren. Aber das hat mich auch relativ abgeschreckt, muss ich sagen. Dass ich das Spiel einfach nicht mehr durchgespielt habe und das kurz vorm Ende. Ich glaube jedenfalls, ich bin kurz vorm Ende. Weil ich... Na, ich sag's immer nicht, weil sonst würde ich euch nämlich spoilern. Ja. Weil das muss nicht sein. Weil ich weiß, dass viele Spoiler nicht mögen. Ich, beziehungsweise, ich habe persönlich nichts gegen Spoiler. Selbst wenn man nicht bei Game of Thrones gespoilert hat oder so, das war mir relativ wurscht, weil ich die Serie trotzdem schaue gerne und so, ne? Das macht dann keinen Unterschied, ob ich da vorher weiß, was passiert oder naja. Geht's? Oh, jetzt wird nur hier rumgeflogen, ey. So. Durch hier. Und da sind wir. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe kein, ich würde auch gerne irgendwelche alten Charaktere nochmal sehen in der Serie. Zum Beispiel Don Creek, habe ich den Arc nicht komplett geschaut. Was ganz einfach daran liegt, dass, ich weiß nicht. Also damals lief das ja auch immer ab einer bestimmten Zeit auf RTL 2 oder so. Aber da war das ja auch geschnitten, muss man sagen. Und ja. Deswegen, ich habe das wie gesagt nicht so stark verfolgt wie Naruto. Weil Naruto ist meiner Meinung nach mein Lieblingsanime. Alter, jetzt bin ich vergiftet. Na? Ah, jetzt kommt glaube ich Quicktime Event auf Doom. Rang S.
Super. Ist aber blöd, dass ich kein Level aufsteige. Vermutlich bin ich schon so überlevelt, dass ich gar nichts mehr an Erfahrungspunkte kriege. お前のおかげだ。そうか。ところでお前、俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか。いや。なんだ知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ。 おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんな、クソじじい。てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞ、ちびなす。クソ。 このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。 待てよ、 俺も行くよ、連れてけ。 付き合おうじゃねえか、海賊王への道。 馬鹿げた夢はお互い様だ。 俺は、俺の目的のためにだ。 いいのか、挨拶。 いいんだ。 おい、 3時、風邪ひくなよ。おのち、長い間クソお世話になりました。 この子は一生忘れません。クソ、誰が寂しいぞ父よ。バカ野郎どもが。男は黙って別れるもんだぜ。また会おうぜクソ野郎ども。 Ja, das war da schon ein herzzerreißender Abschied. man hat ja auch gesehen, dass Nami... ach komm, hier. Behalte ich einfach den Scheiß. Nur speichern tut's. Zurück zur Episodenauswahl. Ich muss jetzt nochmal gucken, nicht, wenn ich irgendwas erzähle. Ja. Man hat ja hier gesehen, Nami war nicht dabei. Okay. Zu diesem Zeitpunkt wäre eigentlich auch schon ein anderes Crewmitglied drinne. Und zwar Lysop, der Lügner. Oder beziehungsweise der Kanonier der Bande. Den ich ab Batu nicht leiden kann. Aber nach diesen 2 Jahren skippt hier, nach den Sababo... Nach diesen 2 Jahren Training, die sie hatten, wo sie alle getrennt waren, ist er schon einigermaßen okay geworden. Aber hier seit Anfang bis vor den Training der 2 Jahre war er für mich unausstehlich. Der wäre hier eigentlich hier beim Barati schon in der Crew mit drinne. Aber ich, ach ja, das sehen wir dann in Pirate Warriors 3. Da geht es ein bisschen detaillierter zu. Und da wäre hier eigentlich schon mit drinne. Aber Nami hat sich da zu diesem Zeitpunkt mit dem Schiff der Flying Lamb, was glaube ich
Ne, Lysop hat das nicht gebaut. Das hat seine Freundin irgendwie bauen lassen, glaube ich, oder so war das. Und das haben die halt bekommen von ihr. So, sind dann hier zum Baratie gefahren. Und Nami hat das Schiff dann eben halt geklaut und ist zurück zu ihrer Insel. Aber was das bedeutet, warum, weshalb sie das gemacht hat, werden wir im nächsten Part erfahren. Also, haut rein, Leute, und ciao.